Grüß euch vom Dienstgericht Innsbruck, heute sind wir am Herzog Otto Ufer. Ja, es geht um Verkehr, um Radfahren diesmal. Und zwar am 19. Jänner hat eine Dame, der Frau Uschi Schwarzl, ein Mail geschickt und da hat sie geschrieben, dass diese Fahrradzählstelle nicht richtig anzeigt, weil da teilweise, wenn die Fahrradl durchfahren, doppelt gezählt wird. Wenn das wirklich stimmt, dann würden ja die ganzen Zahlen, was die Grünen mit ihren Fahrradlfahrern verbreitet haben, eigentlich auch nicht stimmen bzw. anzuzweifeln sein. Ich habe mir jetzt gedacht, ich probiere es einmal selber. Ein Fahrrad von meinem Großvater Junior, Baujahr 1937. Und ich werde jetzt da durchfahren und jetzt schaut auf die Zählstelle, ob es wirklich so ist oder ob das nur eine Ente war. Und der Dame, die uns dieses Mail zukommen hat lassen, will natürlich unbekannt bleiben. Herzlichen Dank, sonst also hat man das gar nicht wissen. So, und jetzt gehen wir zum Fahrradfahren. So, wir haben uns das jetzt angeschaut, wir sind einmal in die eine Richtung und einmal in die andere gefahren, einmal haben wir ein Video gemacht, habt ihr gesehen, es ist wirklich so, dass wenn man da in einem gewissen Winkel drüber fährt, dass es doppelt zählt, das heißt, ab sofort sind die Angaben der Grünen, was Fahrradfahren anbelangt, sowie auch vielleicht die Entleihungen der Stadträder in Frage zu stellen. Bin gespannt, was uns die grüne Fraktion zu diesem Schichtel zu sagen hat, wahrscheinlich eh nichts. Macht es gut, Servus Innsbruck, Servus Tirol.